Hallo und herzlich willkommen bei Romina Backstage. Heute mal in ungewohnter Umgebung. Ich begrüße Virginia Ernst. Hallo. Hallo. Und Pam. Hi. Dankeschön fürs Vorbeischauen. Danke für die Einladung. Genau, dankeschön. Freue mich. Leider heute nicht in der Bar, aber deswegen auch nur Wasser. Das holen wir nach. Das sehr gerne. Okay. Sehr gut, gell? Ich würde gerne mit einer Zeitreise starten. Für die, die dich kennt man aus Funk und Fernsehen schon lange, dich jetzt noch nicht ganz so lange. Mhm. Vielleicht einmal kurz, wie bist denn du zur Musik gekommen? Wie hat das bei dir angefangen? So als Pam, so wie ich jetzt halt da sitze mit meinen rosa Haar. Es hat eigentlich begonnen, das muss ich aber nachrechnen, 2019. 2019 habe ich mir eigentlich so ein bisschen diese Rolle, also ich sage jetzt bewusst nur Rolle, geschaffen, was jetzt halt so mein persönliches Ideal war, was halt die Pam heute ist. Und ja, in das bin ich halt jetzt ein bisschen so hineingewachsen und bin dann eigentlich drauf gekommen, es war eigentlich nie eine Rolle, sondern das bin ich. ich will mich halt endlich einmal trauen, ich zum Sein, wie man so schön sagt, und ja, habe halt da dann umgeschwenkt auf Dialekt, dass ich wirklich die Dinge so nennen kann, wie sie sind, und ja, und seit 2019 trelle ich herum. Als Pam. Als Pam, genau. Virginia erzählt uns jetzt noch vom Eishockey zur Musikerin, wie hat das, das ist ja trotzdem ein ziemlich breiter Spagat. Ja, definitiv, also ich habe ja 13 Jahre Leistungssport getrieben, Eishockey, ich war 7 Jahre im Nationalteam, im Damen-Nationalteam, 3 Jahre in Schweden Profiliga und bin mit 21, glaube ich, zurückgekommen nach Österreich und habe mir während dieser Zeit über YouTube selber Gitarre beigebracht, also die 2 Akkorde, die ich konnte. Ich hatte Blasen an den Fingern, so umgekehrt. Wir sollten vielleicht wirklich was anderes holen. Nein, und ja, ich habe dann in England durch Zufall, weil meine Mutter so eine Vernissage gehabt hat, da gab es so einen Workshop, so einen Singer-Songwriter-Workshop und da hat er euch mitgemacht und ich gesagt, ich gehe fix nicht auf die Bühne. Ja, ich habe den hingesungen und sie wollten mich unbedingt auf der Bühne sehen, weil da konnte man ein Demo gewinnen und was weiß ich. Und ich bin halt wirklich mit Ach und Gach einfach nur hinter mich bringen. Ja, nie wieder mache ich das, habe ich gesagt. Von der Bühne runtergegangen und dann habe ich das gewonnen. Ja, super. Und da habe ich mir gedacht, okay, das war irgendwie so ein Zeichen, weil ich habe Musik immer schon geliebt. Mein Vater war selbst oder ist selbst Musiker. Und mit 21 hat das eigentlich dann wirklich alles begonnen. Dann habe ich mein erstes Demo aufgenommen in England, bin zurück nach Österreich und bin eigentlich wirklich blauäugig in dieses Business hinein. Und 2014 kam dann auch schon der Durchbruch für mich. Also ich bin richtig in dieses Business hineingeschleudert worden. Also ich habe die Eishockey-Schuhe auf dem Haken gehängt und bin dann direkt auf die Bühne eigentlich. Obwohl ich das nie wollte. Auf die Bühne! Ich bin so ein Schisser, ja, das ist das. Ja, das hat sich aber geändert im Laufe der Zeit. Ja, natürlich ändert sich das. So ein bisschen zumindest. So, ja, aber meine Höhenangst ist auch noch immer da. Also das verändert sich auch nicht, wenn ich das Riesenrad jetzt hinter dir sehe. Ich habe gesehen, da gibt es eine neue Attraktion, da hängst du. Nein, ich habe das gepostet. Mir zieht es jetzt schon die Beine zusammen. Ja, furchtbar. Du hast mir jetzt geschrieben. Ja, ich habe dir gleich geschrieben. Ich habe nie im Leben. Hast du Höhenangst? Nein, irrsinniger. Na, wir drei sollten das gemeinsam machen. Lass uns da anketten auf dem Glasding. Ich hätte das dort gemacht. Das wäre eine Geschichte gewesen, wenn wir da alle drei. Aber bei dir, du hast mir das erklärt vorher, wie die Pam quasi entstanden ist. Also ja, du. Ja. Aber du machst schon länger Musik. Ja, ja. Wann hat es bei dir? Bist du so jemand, so wirklich, dass man sagt, schon im Kindergarten, dass du gewusst hast, so, ich möchte mal auf die Bühne? Na, oh Gott, huh. Also ich habe schon sehr früh gemerkt, dass mich das halt interessiert. Ich glaube, es war so circa mit 6, um die 6 Jahre. Da habe ich halt so diese klassische, ich habe kein Wort Englisch kennen, aber es haben mir halt eigentlich immer die englischen Lieder halt am Meerrand gefallen. Jetzt habe ich mir das halt so, was man halt kann in der Volksschule, so runtergeschrieben, wie man es halt ausspricht, damit ich das jetzt halbwegs mitsingen kann. Natürlich habe ich es dann auch schon kennen, weil ich mir es 100 Mal auch hören müssen habe. Und so bin ich halt ein bisschen reingewachsen, aber vor Leid, also das ist sehr lang, ja voll. Also das habe ich wirklich lang gebraucht, also ich glaube bis 2016. Habe mich wirklich eigentlich ziemlich versteckt gehalten und habe immer noch für mich gesungen und gedacht, ja, Englisch, also das ist, hört sich eh nicht so blöd an. Aber das und wo war dann der Punkt? War dann irgend so ein Schlüsselerlebnis? Wo du dachtest, okay, jetzt traue ich mich? Also ich wünschte, ich hätte die Geschichte, wo ich sage, und dann ist das und das passiert, aber ich habe mir dann einfach gedacht, okay, machen wir.
Und dann, ich muss jetzt überlegen, was das erste, ich glaube das erste war auf einer Geburtstagsfeier. Ich war circa dreimal für eine halbe Sekunden dazwischen ohnmächtig, weil ich es nicht gebockt habe. Und ich bin gesessen mit meiner Gitarre und Gott sei Dank habe ich die gehabt, dass ich mich irgendwie einhüllen kann in mein Instrument und das mir eigentlich jetzt zur Hälfte abdeckt. Und ja, ich weiß eigentlich nicht, das ist eigentlich schon ein ziemlich arges Erlebnis gewesen, warum man dann sagt, boah, geil, unbedingt nur mal. Das jedes Mal davor, nämlich, warum man das macht. Aber es ist diese Erleichterung danach, weil du so viel Bestätigung, weil du vom Geburtstag geredet hast. Ich habe auch das erste Mal, glaube ich, meinen ersten Auftritt mit meiner Band, mit der ich halt mit Franz, mit meinem Drummer spiele ich ja schon seit Ewigkeiten zusammen, beim 50er von meinem Vater. Yeah. Und ich war Feuer und Flamme und da, da, da. Und während dem Auftritt plötzlich geht mir die Pumpe. Ich habe gedacht, ich werde ohnmächtig. Den Ton nicht mehr treffen, ja. Und war nur froh, wo das alles vorbei war. Da gibt es so einen Moment währenddessen, den musst du übergehen, also da musst du durch und dann geht's. Ja, voll. Ja? Der kommt aber nicht, bei mir kommt er nicht ganz am Anfang, sondern währenddessen. Das heißt, ich stehe mit dem Mikro da und dann geht's. Noch so. Immer? Du bist noch jedes Mal so nervös? Nein, nein, nein. Es ist wirklich, es hat sich definitiv gebessert. Es ist immer noch eine Aufregung da, aber es gibt Momente, vor allem jetzt, ich werde mittlerweile auch schon zu Talks eingeladen, wo ich mit Politikern gemeinsam am Tisch sitze. Also das ist dann für mich, weil ich bin es gewohnt, auf der Bühne jetzt zu singen. Jetzt muss ich mich daran gewöhnen, dass ich mit einem Mikro in der Hand um 11 Uhr in der Früh bei der Pressekonferenz sitze und da musst du halt ruhig sitzen, ja, und so tun, als wüsstest du, was du gerade redest. Ja? Also ich weiß es ja eh grundsätzlich, ja? Aber das sind so neue Sachen, die mich einfach auch noch dazu bringen, nervös zu sein. Ja. Also das, diese Nervosität, glaube ich, hat auch jeder mit damit zu kämpfen und das ist auch total menschlich und authentisch, sage ich. Ja? Absolut, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber wie ist das, weil du gesagt hast, Pam, du hast überlegt, wie die ist am Anfang. Wird man so ein bisschen versuchen, Leute euch, haben sie gerade am Anfang versucht, euch irgendwie in eine Schublade oder zu formen und zu sagen, du, das war leiwand, hättest du eben rosa Haare und nicht blond oder dunkel oder du, ein kurzer Schnitt wäre leiwand. Oder war das wirklich so, wie, dass ihr sagt, nein, das hat niemand versucht? Doch. Es gibt eine Geschichte davor, bevor ich überhaupt noch bekannt geworden bin, wollten sie mich unbedingt in die Ecke von Tomboy stecken. Oh, das sind diese Mädchen, die ausschauen wie Burschen. Und ich musste das Wort das erste googeln, weil ich nicht gekannt habe. Ja. Und ich habe gesagt, boah, nein, Leute, das geht nicht. Ja, das kann ich nicht. Ja. Dann haben sie versucht, dass ich Deutsch singe. Ja. Ich war immer auf Englisch und ich kann auf Englisch einfach besser schreiben. Ich kann mich da einfach besser ausdrücken irgendwie. Ja. Und es waren mehrere Seiten, wo sie versucht haben, einerseits auf der Tomboy-Schiene, ja, mit einem Pseudonym, dass ich so zu sein habe, dass es besser wäre, wenn ich Deutsch singe. Und ich habe aber eigentlich immer abblockt. Ich habe gesagt, nein, ich mache das, was ich will, weil das bin einfach ich, weil ich mich nicht verstellen möchte. Ja. Und ich glaube, das wird bei dir genau dasselbe gewesen sein. Oder? Also, ich habe mir das schon dann eben mit Pam dann schon sehr selber überlegt. Also, ich habe dann schon gesagt, okay, wenn ich jetzt nur mal alles mehr oder weniger verschwunden fange, hört sich so blöd an, aber ich habe auch eben vorher auf Englisch gesungen und es war halt sehr berechnet als vorher. Und das hat sich halt überhaupt nicht echt angefühlt. Und ich habe dann auch gemerkt, ja, ich mache es halt, damit ich es mache, aber das ist nicht der Sinn dahinter. Also ich mache nicht Musik, damit ich es halt gemacht habe. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich mir das aussuchen könnte, ja, ich kann, wie würde es sich, also wie würde es sich anhören, wie würde es ausschauen und hin und her. So. Also ich habe mir das dann schon sehr selbst kreiert oder halt zumindest bin halt ich selbst blieb, Gott sei Dank. Aber natürlich, da kommt allerhand um. Also natürlich ist bei mir das große Thema Body Positivity und ich glaube, wenn ich ein Kilo abnehmen darf, dann verrate ich ja schon die Community und keine Ahnung. Ach wirklich? Sind da ganz streng? Also von bis. Also es ist, ich habe zum Beispiel, ich meine, jetzt sehe ich es eh voll ins Lächerliche, ich poste immer, wenn ich am Laufband rumstehe, weil es ist einfach nur lächerlich, wenn ich am Laufband rumstehe. Es ist so peinlich. Aber ich finde das selber lustig. Dann schreiben wir schon auf, wie viele Leute, warum laufst du? Willst du jetzt abnehmen? Und ich, nicht, dass ich mich jetzt rechtfertigen müsste, aber. Ist aber auch schräg. Ja, ja, voll. Aber auch in die andere Richtung. Naja, ich kenne das. Also, es ist furchtbar. Nein, man wird es ja sowieso nie allen recht machen können. Das ist ja schwierig. Aber ich wollte auch das Thema eben dieses irgendwie sich immer ständig rechtfertigen zu müssen oder so. Gerade bei dir ist es ja auch jetzt. Ein Kind mit deiner Frau, da habe ich ja auch mitbekommen, die Leute nehmen sich ja Dinge heraus. Wie geht man denn damit um? Antwortet sie überhaupt noch oder denkt sie euch, bitte lasst es mir einfach anklären?
du zeitweise, also ich habe mittlerweile durch dass ich jetzt wirklich viele Videos mache, ja, hat sich das, meine Fanbase einfach ist größer geworden. Und umso mehr Leute du erreichst, umso mehr Hater hast du. Das ist ja Fakt. Das ist egal, in was für einer Branche du bist. Ja. Und natürlich habe ich dann jetzt vermehrt, ja, einfach Hasskommentare, also wirklich unmenschliche Sachen bekommen. Ja. Ich habe Screenshots bekommen. Der wurde dann auch im Nachhinein dann wieder gelöscht, ja, weil da, ich habe mit einem geschrieben, ein Anonymer, und manchmal schreibe ich auch zurück, weil ich mir denke, na, irgendwie muss man dem auch einmal sagen, dass das jetzt man nicht okay ist, ja, trotzdem, ja, dass man ein bisschen da die menschliche Seite rüberbringt. Ja. Und dann hat er mir irgendwas geschrieben, das war der Grund, warum du so unbeliebt warst in der Schule. Cool. Am Screenshot. Oh. Ja. Und da habe ich überlegt und dachte, ich war nicht unbeliebt in der Schule. Ich war wirklich nicht unbeliebt in der Schule. Ja. Ich habe so viele Schulen gewechselt, dass ich nicht einmal überlegen konnte. Und dann hat er das nämlich gelöscht, auch noch dazu. Ja. Und solche Dinge ärgern mich dann, ja, dass man anonym, ach so, ja, weißt du, ja, etwas gibt, ja, wo man vielleicht mich von der Vergangenheit kennt, ja, und mir dann eins reinwischen möchte. Aber so die ganzen Hasskommentare, damit lernt man dann umzugehen. Ja. Da habe ich dann eh auch ein Posting gemacht darüber, wie ich da eigentlich darüber denke und stehe, ja, weil es bestärkt mich in meinem Tun, weil wenn ich mehr Leute erreiche, dann tue ich was Richtiges. Ja, und umso mehr Hasskommentare kommen, umso mehr Reichweite kriege ich und kann mehr Leute da aufmerksam drauf machen. Darauf, ja. Wie ist das, ja, bei dir? Je bekannter du wirst, umso mehr wirst du auch damit konfrontiert sein, ja, oder? Ja, ich finde, ich meine, ich kenne deine Videos, ich schaue mir da irgendwann an. Sehr lustig. und das ist dieses TikTok-Phänomen, finde ich. Gerade auf TikTok kannst du relativ schnell relativ viel Leute erreichen. Und das Ding ist, die kennen dich ja nicht, die haben keine Ahnung, wer du bist. Und ich finde, durch diesen Bildschirm vergessen die Leute manchmal, dass da trotzdem eine Menschheit dahinter steckt. Und das, ich finde gerade da, als würde man das nicht lesen. Als würde diese Person, die das postet, das gar nicht lesen. So schreiben die Leute, finde ich. Und da kann man sich wirklich, also ich habe dann einmal angefangen, dass ich wirklich auch in Bikini-Fotos poste, was eigentlich ja das jetzt nichts, also Schlimmes, oh Gott, das war sowieso der falsche Ausdruck, aber jetzt nicht was Außergewöhnlicheres sein sollte, das wie bei jedem anderen nicht auch. Aber natürlich, da kommen die ärgsten Kommentare dazu, wo ich habe diesen Moment wirklich gefürchtet und habe mir gedacht, okay, du musst damit rechnen, dass das auch passieren kann. Es ist tatsächlich sehr wenig passiert, Gott sei Dank, aber es ist passiert und ich bin sehr dankbar, dass mir eigentlich wirklich extrem wurscht war. Also okay, es war sensationell wurscht. Und vielleicht, weil du dich schon darauf vorbereitet hast? Wahrscheinlich, und man muss ja das große Ganze dann wieder betrachten. Wer schreibt das? Ich meine, das ist wirklich eben einer, der hat wahrscheinlich nicht einmal Profilbild drinnen, dann hat er selber keine Bilder drinnen, das ist irgendjemand, und auf welche Meinung gebe ich wirklich was? Mhm. Das ist ja nicht von irgendjemandem, sondern das sind die Leute in meinem nächsten Umfeld oder halt die was mir was bedeuten. Und die würden das auch nicht sagen. Wenn das jetzt der Herr schieß mich tot aus Schaßklappersdorf sagt, dann soll er. Bitte. Schaßklappersdorf. Ja. Ich habe jetzt auch gedacht, das muss ich mir merken. Das ist super, gell? Da hast du vollkommen recht. Vollkommen recht. Ich meine, das ist immer leichter gesagt, als ich gemacht. Also, man muss sich darauf einstellen, genau, dass wenn man mehr Reichweite hat, dass einfach, ja, mehr Leute, aber egal was, für was du, ja, stehst, ja, also bei dir ist, ja, es dieses für dich stehen, so wie du bist, genau, ja, und für mich ist es halt genau dasselbe, nur auch noch dazu, dass ich mit einer Frau zusammen bin, ja, bei dir ist es vielleicht was anderes, weißt, ja, hast du das auch schon mal erlebt? Das, ja, gehört, eben, es hat jeder schon, ja, erlebt, egal für was man steht oder für das was man so kämpft, ja, ja. Also es soll jedem wurscht sein, ja, mach einfach dein Ding. Genau, voll. Das finde ich so schön, ihr steht ja, gerade ihr zwei steht so extrem dafür, dieses sei so wie du bist, verstell dich nicht. Seht ihr euch als Idol für junge Frauen oder auch junge Männer? Also, ich meine, man kann ja auch als Frau Idol für einen Mann sein, das ist ja völlig wurscht. Ich hoffe. Ja, ich hoffe auch. Also man klopft sich eher selten auf die Schulter und sagt so quasi, ich bin ein Idol oder sowas, aber es gibt schon sehr viele Nachrichten an mich gerichtet oder an uns, auch an meine Frau, im anonymen Bereich, also wo dann, das heißt, bitte nicht öffentlich stellen oder sowas, die ich auch dann wirklich beantworte, wo ich den Leuten helfe und wo ich mir dann auch wirklich schreiben, du bist so ein wahnsinniges Idol für mich seit 2014 oder seit letztes Jahr, oder ich bin erst vor kurzem auf euch oder auf dich gestoßen und ihr macht es so super und ich nehme euch als Vorbild. Also das bestätigt dein Tun extrem und genau das zählt, nämlich bestimmt. Genau diese Sachen zählen. Ja. Und die pushen dich dann auch noch. Ja. Genau. Ja, alles gut. Ich denke mir das dann immer wieder,
wenn ich zurückrechne, wie ich halt, keine Ahnung, 14, sagen wir es einmal, war, ob mir das nicht geholfen hätte, wenn ich so eine Person gehabt hätte, die sich so dafür eingesetzt hätte, die mir das so vorgelebt hätte. Ich glaube, ich hätte wirklich nur einen braucht, der mir sagt, das passt schon. Ich habe witzigerweise letztens darüber nachgedacht, dass ich lang geglaubt habe, ich muss sowieso, bevor ich Musikerin her kann, muss ich sowieso abnehmen. Das war aber so ein gängiger Gedanke, das war nicht irgendwie so eigentlich, dass ich mir das denke, sondern das war so, ja, das ist so. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es ja total arg. Also, dass ich das überhaupt einmal gedacht habe oder dass das überhaupt einmal im Kopf als legitim, also ich als legitim empfunden habe. Ja, es ist nach wie vor erschreckend, oder? Ich meine, dass das so in den Köpfen verankert ist, eben, wenn man nicht gewissen Klischees entspricht, wo wird man eh nicht erfolgreich. Genau. Also, aber ich finde ja gerade das so schön, dass das wir jetzt in der Zeit auch und so viele Schattenseiten, Instagram, TikTok und diese ganze oberflächliche Welt hat, aber so viel Positives kann es auch bringen. Genau auf dem Gebiet. Dass man sich eben hinstellt und sagt, hey, ich bin wie ich bin und ich bin trotzdem erfolgreich. Ja. Aber habt ihr Idole gehabt oder habt ihr jetzt welche? Es ist gibt's lustig, dass du das vorhin gesagt hast, weil ich habe darüber nachgedacht und ich habe wirklich niemanden zum Festhalten gehabt. Das ist total arg, weil ich habe jetzt wirklich darüber nachgedacht und gedacht, das ist ein super Satz, den du gesagt hast, weil du hättest dir jemanden gewünscht, den du gehabt hast mit 14. Ich weiß nicht, wie alt bist du jetzt? Was für ein Jahrgang? Ach so, dann sind wir überhaupt nicht so lange auseinander. Ja. Aber es gab wirklich in der Zeit, wie wir, da kam 2009 kam Facebook. Ja. Ja, da hast du mal, ich war in Schweden damals und habe genau über die Pinwand mit meiner Mutter geschrieben. Ja, da gab es. Heben aus, ich war das Training war nicht gut. Habt ihr eh oder sowas? Ja, geil. Oder Knulls damals, ja. Aber da gab es ja früher. Oder was gab es noch? ICQ und die ganzen Sachen. Ja. Aber da gab es diese Plattformen noch nicht. Ja. Da gab es eine Plattform, das war das nicht noch MySpace überhaupt? Ja, MySpace. Ja. Wo man noch schauen konnte, wenn man das Profil anschaut. Das waren Zeiten. Puh. Aber ich habe wirklich drüber nachgedacht. Jetzt habe ich, die Pink war immer ein Idol für mich, aber die war einfach zu weit weg. Ja. Weißt du, damals hattest du was, die Bravo oder irgendwas, aber du hast niemanden gehabt, der jetzt dich hinsetzt, so wie jetzt, und dir sagt, wie es ihm geht. Ja, genau. Ja, oder was er gerade macht. Ja, weil diese Schnelllebigkeit haben wir ja jetzt extrem. Mhm. Und es wird sicher noch schneller. Ja. Ja. Und das hatten wir damals nicht. Und das ist lustig, dass du erwähnst, weil es war wirklich, ich hatte niemanden zum Festhalten. Ja. Deshalb habe ich vielleicht selbst beschlossen, ich mache das jetzt. Ja. Weißt du, was ich meine? Unbewusst vielleicht, weil du mich gerade auf den Gedanken gebracht hast. Ja. Gut, man muss ja dann selber sein Vorbild schaffen. Das ist ja das, was ich gemeint habe mit, ich glaube, das habe ich ja damals so unbewusst ein bisschen mit Pam dann gemacht, weil man dachte, boah, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie war mein perfektes Ich, wie ich das haben will, ich, nur ich und sonst niemand, dann war das so. Und das bin ich ja dann, also lang kann man sich halt ein bisschen dahinter verstecken, ist eh nur eine Rolle und darum kann ich jetzt so selbstbewusst sein. Und irgendwann einmal fusioniert sich das und das, du bist es dann. Und ich muss sagen, es ist einfach echt geil, wenn man drauf, ich sage, das ist, scheißen darf man das sagen. Oh, darf man, das darf man alles sagen. Wenn man mal gepflegt drauf scheißt, was andere denken, das ist so, so erleichternd, dass es ganz aus ist. Und ich finde, gerade das Internet, das Pro und Contra, gell? Und natürlich, man kann halt viel Leute erreichen, aber man kann halt auch viel Leute erreichen. Mhm. Und das kann ein Vorteil und ein Nachteil sein. Und ich finde, das Erste und das Beste, was ich gemacht habe, unbewusst war, ich habe mein Social Media zusammengerannt. Was ich da Leuten gefolgt habe, weil man dachte, bist du der Depp oder keine Ahnung, die schaut immer perfekt aus. Immer perfekt. Ja, was ist perfekt? Aber wo ich innerlich gleich in der Früh, ich bin halt leider einfach so, ich stehe auf und brauche meine 10 Minuten Screentime. Ja, es ist so. Und dann stehe ich ja schon grantig auf. Dann ist der Tag schon vorbei, wenn man denkt, ja, okay, meine Uhr ist halt nicht so und keine Ahnung. Und das habe ich alles rausgelöscht. Alles. Ich habe mir gedacht, ich lasse nur mehr das drinnen, weil man denkt, das tut mir gut. Das schaue ich mir gerne an. Und seitdem muss ich sagen, ist das ja, das ist wirklich 101, weil man ja vergisst, wie viel Zeit man eigentlich verbringt. Ja, eigentlich, ja. Sozialen Netzwerken. Entsetzlich, wenn man dann irgendwann einmal die Displayzeit anschaut. Ich denke mir, das geht doch gar nicht. Was ich meine, was habe ich heute sonst noch gemacht? Das ist eigentlich wirklich bedenklich. Ja, und man muss ja auch aufpassen, weil die Kids wachsen ja noch viel mehr jetzt damit auf. Also für die ist ja, die sind ja rund um die Uhr. Genau. Das ist ja eine ganz andere Zeit, wenn ich denke, ich bin damals vor dem Radio gesessen und habe aufgenommen einen Song, den sie gespielt hat. Wenn der Dominik Heinzel damals auf Ö3 einen Song gespielt hat, bin ich gesessen und habe aufgenommen. Jetzt, das ist ja alles, das ist ja eine komplett andere Zeit.
absolut. Ist ja auch, wie sind die Kids, schätzungsweise sind ja auch schon bei euren Konzerten und so dabei. Habt ihr mehr weibliche, männliche? Ist es gemischt? Wie kann man das, wo kommt mehr Feedback? Sind das die Frauen, die schreiben? Also bei mir sind es sicher zu 90% Frauen. Ja. Also ja, jeder Altersklasse, von jung bis alt. Aber ich habe natürlich auch Männer. Aber nicht nur, weil man glaubt, dass ich jetzt in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung bin, ja, dass ich jetzt nur die LGBTQ-Community habe, sondern ich habe wirklich viele drumherum. Ich war bei Dancing Stars und habe halt dann die ältere Klasse, ja, die beim Hofe herkommen. Du bist der Dancing Star! Ja, also solche Generationen habe ich dann auch gewonnen. Ja. Also dass auch aus dem tiefsten Burgenland die Blauwähler sind, die sind dann herkommen. Du hast meine Mama dazu gebracht, dass sie für die anruft. Ja. Also es ist wirklich bunt durchgemischt, aber natürlich hauptsächlich Frauen. Ja. Hauptsächlich. Und gibt es irgendwelche Geschichten, die euch immer so in Erinnerung sind, wenn es um Fans geht, irgendwelche lustigen Geschenke oder irgendwelche Verrücktheiten? Weil wir waren alle auch schon mal Fans oder sind Fans von irgendjemandem. Man neigt ja dazu, ein bisschen crazy zu sein, wenn man jemanden verehrt. Ja, boah, warte, lass uns das Budget auf der anderen Seite. Also ich bin der crazy Fan. Ja, ich meine, ist auch okay. Back aus. Ed Sheeran habe ich schon mitgekriegt. Ja, das ist ganz furchtbar. Aber warte, also deine und ich erzähle dann meine, wo ich der crazy Fan bin. Ja, okay, spannend. Das ist nämlich wirklich spannend. Ich meine, ich habe auch ein paar crazy, wo es zu mir kommen sind, aber das ist noch lustig. Erzähl mal. Ich habe damals 2014 ein Meet and Greet mit Ed Sheeran gewonnen. Da hat mich noch keiner kennt. Da hat zwar jeder zu Icy Fire dazu geschrien, aber es hat halt keiner den Sänger dazu kennt, wie es halt so ist. Gell? Und da hat er in der Arena gespielt und da habe ich über einen Radiosender das Meet and Greet gewonnen und war schon zwei Tage vorher, aber ich glaube, passt. It's over. Und entweder, bei mir gibt es da schon nur schwarz und weiß, entweder ich mag den oder ich mag den nicht. Und wenn ich den mag, dann ja, kann schon ziemlich heftig sein. Und bin dann eben hingefahren in die Arena und bin in dem Aufzug drin und habe mir gedacht, um Gottes Willen, jetzt sehe ich gleich nicht Sheeran. Und habe schon alle meine englischen Phrasen, ich habe damals noch nicht Englisch studiert gehabt, also jetzt war ich auch noch nicht so in meinem Englisch so gefestigt. Und bin dann da reingegangen und er ist ja, ich meine, ich bin 1,85, gell, ich bin schon ziemlich groß. Ja, nicht? Ich glaube, er ist, ich weiß nicht, 1,70, 1,30, ist mir total wurscht. Ja. Das war schon so unangenehm, weil man dachte, ich will dann der anderen Person nicht irgendwie ein unangenehmes Gefühl geben. Und dann kommt er her und hat mir voll locker. Und wie wir aufgegangen sind, hat er gesagt, nein, das ist ja ein wortkarger Mensch, ihr müsst nicht für reden. Und ich dachte, oh Gott, ich muss für reden. Ich fall mir alles ein und was nicht. Und dann gehe ich rein und dann kommt er her, hi, how you doing? Und kommt er an die, und hat nichts anderes ausgemacht, das ist dieses komische Lachen. Und er hat mir dann gesagt, okay, cool, du bist also so einer, ne, passt. Und dann bin ich nur da gestanden, ja, gret. Also weiß ich nicht, was dieses Wort kack sei, heute sollen, aber eher nicht. Und ich bin nur da gestanden und bin halt wirklich, ich habe kein Wort rausgebracht. Habe aber dann tatsächlich zum Schluss gemerkt, na super, jetzt hast du mit den Greek gewonnen und hast nicht mehr Hallo sagen können eigentlich. Ne? Und dann sind wir rausgegangen und dann habe ich gedacht, nein, Pam, das bereust. Dann bin ich wieder zurückgerannt, denn sein Manager hat fast einen Herzinfarkt gekriegt. Ich häng wieder rein, er sitzt da mit den Kopfhörern und so, oh, jetzt stirb ich fix. Und ich hab halt dann die einzige Frage, was mir dann eingefallen ist, wie schreibst du deine Lieder? So. Und dann ist er total aufgegangen. Dann hat er sich auf seinen Laptop weggestellt, hat er sich hergesetzt und mir gesagt, okay, er macht das so. Und das Witzige ist, er ist dann mit seinem Handy hergekommen und hat mir dann die Aufnahme gezeigt, wie er Don't eingesungen hat. Und ich bin da gesessen und dachte, glaubt man fix keiner. Es ist wirklich passiert. Ja, es ist wirklich so passiert, wenn ich das erzähle. Der hat über das Handy quasi Sprachnachrichten. Genau. Und Don't hat er so aufgenommen. Genau. So, ich mache das auch sehr cool. Ja, voll. Cool. Ich mache das nur so. Es ist ja alles weg innerhalb von Millisekunden, weil das halt so kurz irgendwo rein ist, sing, schreib. Aber das sieht weg. Man ein bisschen crazy sein, zahlt sich dann nie aus. Na, total. Nur. Weil ich hätte gerne einen Creed mit Dan Sheeran gewonnen. Ja, ich habe ihn nämlich auch schon sehr geliebt damals, wie er noch nicht bekannt war. Ja? Und dann ist er plötzlich durchgestartet. Ja. Also der macht alles aus zu Gold. Das ist ein Wahnsinn. Ja? Und der ist der Einzige, der wirklich mit der Musik durchgestartet ist. Nicht, weil es er schön ist. Ja, weil das war ja damals, er ist jetzt hübscher geworden. Ja? Aber damals war er so bei weitem. Nun gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Männer werden grundsätzlich... Ah, dir gefällt er auch? Mir gefällt er, ja. Ah, ja, schau. Na gut. Er ist jetzt nicht
Er war damals keine Schönheit, er ist jetzt auch nicht wirklich eine Schönheit, aber naja, er ist aber offensichtlich attraktiver geworden im Alter. Der Geschmack ist ja Gott sei Dank so verschieden. Ja. Sonst würden wir ja alle... Pam findet ihn offenbar auch schön. Ja, ich meine, wenn man der Thinking Out Loud vorsingt... Ja, wenn ich die Augen zumache, okay. Nein, ich finde ihn wirklich... Also, er ist sicher ein authentischer, er ist sicher jemand, der sich auch nicht süß verstellt. Ja. Und ich weiß nicht... Ich mein, Fangirl-Moment. Also, ich wollte nicht so viel. Nein, aber Ed Sheeran stehe ich auch total. Ja, er ist einer der Mörder-Musiker, das muss man schon sagen. Der ist nur dazu. Deine Geschichte brauchen wir jetzt auch noch. Also, meine Geschichte, okay, ich war ein bisschen jünger. Also, wie alt warst du damals? 22 oder? Nein, erst 16. Nein, ich war 7 oder sowas und Britney Spears war in Österreich. Ja. Ich war kein Fan. Man muss dazu sagen, ich war kein Fan. Ich habe zwar die Spears-Songs immer gehört, ja, und aber das Problem, was ich gehabt habe, war damals, die hat ausgeschaut wie meine zweitälteste Schwester. Wirklich, das war eins unter eins. Wenn ich mir die Musikvideos angeschaut habe, bin ich zur Mama gegangen und gesagt, tja, die Britney Spears schaut aus wie die Yvonne. Ja, sie so, ja, wirklich. Ja, und dann kommt die Mama mit ihrer super tollen Idee, sagt so, du, die Britney spielt in der Stadthalle jetzt nächste Woche und die ist im Hilton eingecheckt. Woher hat das deine Mama gewusst? Ich weiß nicht, die Mama ist alles, ja. Und hat gesagt, bring ihr doch ein Foto von deiner Schwester und schreib ihr einen Brief dazu. Und ich so, ja, super, ich mag das. Stadtpark. Und ich bin in Stadtpark und die Mama, dann sagt sie, du, geh rein. Ja, und ich sage, so kommst du nicht mit. Nein, das machst du jetzt alleine. Ja. Und bin dann rein mit meinem Päckchen, ja, und bin zu dieser einen Tante dorthin zum Hilton. Und habe gesagt, bitte, gibt es da Britney Spears, wenn sie einchecken sollte? Ja. Und die hat gesagt, es tut mir leid, aber sie wohnt nicht da. Und ich habe gesagt, doch, die wohnt da. Die Mama hat das, die Mama hat gesagt. Nein, wirklich, sie wohnt nicht da, ja. Und ich konnte nicht glauben, weil die tun ja das vor Duschen, habe das Päckchen wieder genommen, bin gegangen und gesagt, nein, ich lasse das jetzt dort liegen, ja. Habe ich gesagt, wenn die Spears kommt oder auch nicht kommt, ich lasse das jetzt da liegen, ja. Und bis dato weiß ich nicht, vielleicht liegt es noch immer in der Stadt, in meinem Stadtpark. Ach, ich habe jetzt gehofft, da kommt jemand und plötzlich ist sie um die Ecke. Und das wäre cool gewesen, nein. Aber ja, das waren so Aktionen. Ich bin aber auch immer wieder beim Kiddy, wie hat das damals geheißen? Konfetti-TV habe ich immer angerufen. Ja. Mhm. Und dann irgendwann einmal habe ich bei der Rezeption angerufen und habe die Frage beantwortet. Und liebes Kind, du bist bei der Rezeption gelandet. Ich habe immer solche Sachen gemacht. Ja, ja, das ist ja erzähle ich das nicht. Das war das ganz gärige Creepy. Naja, nein. Also er hat es ja offenbar nicht creepy gefunden. Sonst wärst du nicht bei ihm sitzen geblieben. Wenn der das creepy gefunden hätte, wärst du schnell draußen gewesen. Also, ich glaube auch, dass wir so unseren Moment gehabt haben. Und dann bin ich natürlich erste Reihe auch gestanden. Geil. Man hasst mich auch überhaupt nicht mit 1,85 in der ersten Reihe. Überhaupt nicht. Hätte ich auch ganz gut gefunden. Also, man spürt den Hass von hinten fertig. Aber wir haben sie bei Icy Fire, da haben wir sie schon. Da war auch ein Feuer. Da war ein Moment. Also, da war ein Feuer, das gesehen wurde. Ja. Naja, er kommt bald wieder, ich sehe schon, ja, also die Geschichte ist noch nicht vorbei. In zwei Jahren sitzen wir wieder da. Ja. Der kommt jetzt im September, also da will ich dann ziemlich schnell einen Bericht haben, machen, das sind 2 Jahre. Ich gebe mir Besseres, vielleicht weiß ich was sicher noch, wer ich bin. Ja, natürlich, mit so einer Einstellung muss man rangehen. Ich bin froh, dass du gedacht hast, den ich auch nicht vergessen. Alle anderen hinten wäre nur angewiesen, was tut denn da? Oh Gott. Ja. Ich muss gerade. Also, wo kann die Pam bald stehen bei dir in der ersten Reihe mit 1,85? Mit dem Pullover, bist der Rennen. Ja. Kommst du zum Diversity Ball? Wann ist der? Am 7. Mai, glaube ich, weil da trete ich das erste Mal auf. Jetzt wieder. Mhm. Ja. Unbedingt. Kommst du erst dabei. Oh yeah. Und du stehst dann bei der Pam, ich hab's im Donauinsel-Truck. Ah, du bist am Truck, cool. Mhm. Wann fährst du? Am 17. Na, Juni. Juni. 6. Juni, ja. Also schau, da haben wir Dates ausgeholt. Jeweils erste Reihe, fuß frei. Erste Reihe, ja. Im perfekten ersten Reihe. Ich reihe überhaupt nie. Das ist solche Fans, also so Publikum mag man ja. Man mag ja voll, kein stilles Publikum, ist ja, brauchst du ja nicht. Na.
Wir müssen jetzt noch ganz kurz die private Ebene besprechen, weil wir haben gerade vorher draußen schon ein bisschen vorgeplaudert. Baby Nummer 1 ist ja jetzt schon ein bisschen länger da. 10 Monate jetzt. Ja, knapp, reicht ja schon. Und, wann geht's weiter? Ja, es vergeht kein Tag, dass die Dora das nicht erwähnt. Also es ist wirklich so, wir haben ja schon im Vorhinein gesagt, wir wollen eine ganze Mannschaft haben, soweit es sich einfach ausgeht. Also jetzt haben wir mal mit einem begonnen und wir sind mega glücklich. Der Kleine macht uns wirklich glücklich. Er ist unterwegs, er hat schon 8 Zähne. Also wir sind wirklich, jetzt hat er auch nicht mehr so seinen typischen Mittagsschlaf, sondern uns hängen die Augenlider jetzt schon um 8 am Abend runter und sind echt froh, wenn wir da einfach noch so Couch liegen können. Ja. Aber das, was er uns zurückgibt, kannst du einfach, das ist einfach unglaublich. Ja. Also die Liebe ist so groß, das hätte ich mir nie gedacht. Ja. Das ist so wirklich grenzenlos. Ja. Und wir reden halt eh schon die ganze Zeit drüber, ja, wie es halt jetzt weitergeht. Ja. Aber wir haben halt momentan noch eine sehr kleine Wohnung. Jetzt müssen wir mal schauen, dass da was vorangeht. Ja. Wir haben auch den Teddy noch. Also noch, wir haben einen Hund. Ja. Und wir müssen uns halt ausweiten. Ja. Aber es ist definitiv, wir wollen sicher ein paar Kinder haben. Ja, also wir sind jetzt nicht nur mit einem glücklich, sondern ich glaube, das werden sicher noch ein paar mehr. Schauen wir mal. Aber es ist noch keins unterwegs, wenn du das glaubst. Nein, das hat jetzt nicht so geklungen. Aber wir wollen aber was heißt so ein paar mehr? Wir sind beide in Großfamilien groß geworden. Also ich habe, wir sind zu 5, da die Dora ist zu 4. Ich habe 8 Nichten und Neffen, weißt, wir sind alle, haben eine Großfamilie und ich glaube, wir wollen da auch einfach, wenn wir mal alt sind, dass uns unsere Kinder besuchen kommen. Ja. Und das ist halt schon so eine Wunschvorstellung, die wir haben, wenn wir da einfach mehr Kinder haben. Wirklich. Also so ein paar, 4, 5. So eine Handvoll. Ja, das wäre schon nett. Ja. Wow. Aber da habt ihr euch was vorgenommen. Ja, wie gesagt, ich muss erst eine Wohnung. Das größere ist daher, weil sonst geht sich das nicht aus. Wo sind bei euch? Bei dir weiß man privat ja ganz, ganz wenig. Du bist da, hältst du das bewusst zurück oder ist das einfach, weil nein, also es fragt auch. Gibt es jemanden? Nein, also mich. Nur mich. Ich habe nicht einmal ein Haustier, das hätte ich aber wirklich gern. Ja, aber das ist auch ein bisschen schwierig, oder? Ich meine, bei ihr seid zumindest zu zweit, ihr könnt sich das ein bisschen aufteilen. Das ist auch tatsächlich der Grund. Wenn man viel unterwegs ist. Genau, ich bin nie daheim und war warm. Also das ist wirklich der einzige Grund. Ich bin eigentlich schon sehr tierliebend. Aber nein. Aber so ein Kind, so ein Hund kannst du überall mitnehmen. Also wir haben den Teddy und den Kleinen nehmen wir überall hin mit. Ja, ja, ich bin ja auch viel mit Turbo unterwegs, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Wo bist du unterwegs? Mit Turbo. Ich bin ja für Tour. Ah, gut. Ja. Also da einen Hund auch noch mit haben, weiß ich nicht. Du meinst, die reichen als... Wenn sie um sich kümmern müssen, reichen die. So würde das jetzt nicht sagen. Nein, aber ich glaube... ein Hund auf jeden Fall mal. Ich bin auch eher der Hundmensch. Aber ich bin auch der Kindermensch, das ist jetzt nicht so. Also halt einfach, schon ja, irgendwann. Genau, ich bin ja auch Lehrerin, also ich habe viele Kinder. Du bist Lehrerin? Ich bin Lehrerin, ja. Was unterrichtest du? Englisch und Musik. Mittelschule. Oh, cool. Ja. In welcher Mittelschule? Das muss ich ausfragen. In welcher? Ja, in welcher? In Niederösterreich, in einer ganz kleinen. 77 Schüler, ein bisschen mehr jetzt schon. Und spannend! Ja, in der Pubertät ist immer lustig. Nein, super. 10 bis 14, Traumalter. Aber da finde ich es ja sehr erstaunlich, dass du sagst, du möchtest gerne Kinder. Ich denke, du hast eine ganze Klasse mit 10 bis 14. Nein, was ich schon sagen muss, was voll Spaß, was ich jetzt schwer vorstelle, wird die Namen, weil du einfach alles schon gehört hast und du hast zu allem ein Gesicht. Also, muss ja jetzt nicht unbedingt was Schlimmes sein, aber bei manchen denken ja, die Namensfindung, habt ihr euch damals leichter? Nein. Das ist auch was nicht so einfaches. Weil wir wollten eben nicht, also war auch eine bewusste Entscheidung, dass wir mit dem Namen nicht an die Öffentlichkeit gegangen sind. Ja, aber wir wollten halt auch nicht, dass wenn du jetzt, weiß nicht, was Liam sagst und in der Klasse zeigen dann 17 auf. Ja. Deshalb war es für uns dann einfach extrem wichtig, dass das ein Name ist, der nicht so oft vorkommt. Ja. Und deshalb wollen wir auch den Schutz den Kleinen gegenüber, einfach weil es halt so viele perverse Leute da draußen gibt, kein Gesicht und keinen Namen nennen. Ich wollte mich auch gerade fragen, wo denn die Grenzen, weil du gehst ja auch sehr, ich habe ja gemerkt, du jetzt auch, sehr, sehr locker mit eurem Privatleben um. Wo sind denn aber die Grenzen? Was bleibt definitiv privat? Du hast gerade gesagt, Name und der Kleine, eben der Kleine. Komplett der Kleine. Also er kann sich dann selbst dazu entscheiden. Es gehen Fotos natürlich mit Rücken,
Ja, aber ich will auch nicht jetzt, dass irgendwelche Pressefotos oder sowas an die Öffentlichkeit kommen. Und Österreich ist Gott sei Dank eh gesittet, mit dem kannst du mit allen reden. Ja. Aber das der Kleine ist einfach das wichtigste Teil in meinem Leben und da will ich einfach Schutz haben. Ja, weil bevor da irgendwas passiert, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja. Oder möchte ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das war meine Grenze. Ich meine, ich habe jetzt kein Kind, aber ich glaube, das würde ich auch nicht wollen, dass das einfach so im Internet ist. Nein, das fühlt sich nicht richtig an. Also genau. Also das ist auch eine Sache, die du mit dem Partner entscheiden musst. Das, ja. Da ist jeder anders. Ja. Jeder kann da, ich habe auch überhaupt kein Problem. Ich schaue mir auch urgern so Videos, TikTok-Videos an mit Babys. Ja, ich meine, und dann denkst du dir, wow, ich würde da auch gern was posten. Ja, aber es ist so schwierig dann, weil er einfach so herzig ist. Ja, und du, aber dann musst du dich wieder am Riemen reißen, weil du beschlossen hast mit deiner Frau, nein, du machst das nicht. Mhm. Ja, weil du willst einfach dein Kind schützen. Ja. Weil du weißt nicht, wie weit deine Karriere noch gehen wird. Genau. Und ich bin jetzt keine Pink, die Bodyguards hat noch. Mhm. Also von dem her muss ich noch vorsichtiger sein. Ja. Absolut. Ja, absolut. Kinder, das verstehe ich total. Und jetzt noch zum Abschluss. Was erwarten wir jetzt in der Zukunft? Wir haben gerade gesagt Donauinsel Truck. Mhm. Das ist ja, heißt das Donauinsel Truck heuer wieder? Ja, oder Donauinsel Fest Truck. Ich weiß nicht, den Terminus jetzt noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall wieder der Bus, der... Nein. Es ist eine Bezirkstour tatsächlich. Also es ist an 23 Tagen in 23 Bezirken an verschiedenen Standorten. Aber das ist der Bus, der das die letzten Jahre... Aber war der in allen Bezirken sonst? Bitte? War der sonst auch immer in allen Bezirken? Mhm. Ich glaube, also war 2020 war ich, da war, ist ein 3 Standorte bei mir stehen geblieben an einem Tag. Also da bin ich dreimal. Ich bin auch 2020 gefahren und da bin ich 3 verschiedene Standorte abgefahren. Ja, genau. Und an am 17. bin ich dann anscheinend, das ist das mit dem Rad. Das ist, ich kenne den offiziellen Terminus jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es ein bisschen anders jetzt. Ja. Aber es ist vom Prinzip her. Sonst noch irgendwas schon in Planung, wo man dich erleben kann? Ja, noch vor der Bezirkstour, also von Donauinselfest, das ist die in München tatsächlich. Mein erstes Mal Deutschland. Wow. Ja, voll. Das ist ja das Turbofest im Backstage in München, das ist am 4. Juni. Und ja, es ist einmal jetzt der Juni, auf den freue ich mich extrem. Also vor allem München. Das, wird das ist toll. Ja. Das erste Mal Deutschland. Sicher aufregend. Ja, schon. Das ist immer was Cooles. So ein bisschen außerhalb der Grenzen. Bei mir ist jetzt auf jeden Fall das nächste der Diversity Ball. Da bin ich das erste Mal jetzt auf der Bühne. Und primär konzentriere ich mich eigentlich jetzt darauf, dass ich endlich mein Album fertig kriege. Also ich werde es wahrscheinlich dann so Single für Single raushauen, dass im Endeffekt ein Album da ist. Ja. Und ich hoffe, dass ich vor dem Sommer jetzt noch einen Song ausgehe und dann im September, Oktober hoffe ich, dass halt dann das Ganze fertig ist. Und darauf fokussiere ich mich jetzt auch. Und der nächste World Women's Day ist schon in Planung. Weil jetzt beginnen wir ja mittlerweile immer schon früher und das schließt mich ja schon ein bisschen. Wann wird das wo, wie über die Bühne gehen? Erklär das unseren Zusehern noch. Nein, die letzten 4 Jahre war es so, dass wir halt eine Veranstaltung gehabt haben am 8. März anlässlich des Weltfrauentags. Und vielleicht können wir auch quatschen, weil vielleicht wäre es ja cool, dass du nächstes Jahr dabei bist. Und dieses Jahr hatten wir heuer erstmalig eine Live-Aufzeichnung. Also die war dann am 10. März zu sehen auf ORF3 und eine Live-Radio-Wien-Übertragung. Und wir wollen nächstes Jahr mit 2023 wieder in die Veranstaltung reingehen, weil wir wussten nicht wegen Corona, wie findet statt und wir wollten einfach sicher gehen und wir durften auch kein Publikum einladen. Also das war sehr streng dort. Und nächstes Jahr wollen wir unbedingt Standort Wien, definitiv. Aber es kann durchaus sein, dass sich der Hashtag UEA auch in andere Bundesländer weiterzieht. Mit ein paar Heads, die quasi dort die Veranstaltung machen und wir schauen, wie sich das in den nächsten Jahren einfach etablieren wird. Sehr cool. Das großartig. Ist sehr cool. Genau. Vielen Dank. Ja, danke schön. Danke dir. Das ist lustig. Danke.